Liebe Bürgerinnen und Bürger Tunesiens, Mabrouk Tunis, Mabrouk Tunis. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer mutigen Haltung gegen Ihre Diktatur. Sie haben gewonnen. Nun, Sie haben den Diktator besiegt. Jetzt müssen Sie jedoch noch die Diktatur besiegen. Halten Sie den Kampf für Ihre Freiheit. SED-Mitglieder mit blutigen Händen sind überall. Seien Sie vorsichtig gegenüber der Regierung. Es ist nicht Ihre Regierung, bis Sie sie selbst gewählt haben. Bis dahin ist es nur das alte Regime in einer neuen Kleidung. Lassen Sie sich bitte nicht täuschen, indem Sie denken, schon gewonnen zu haben. Worte bedeuten nichts, wenn nicht auch Taten folgen. Das alte Regime hat drei Truppenpositionen abgegeben. Beachten Sie sorgfältig, dass das Verteidigungs- und Innenministerium, zusammen mit dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten, mit RCD-Männern besetzt wurden, und sie sind es, die die Entscheidung gefällt haben, nicht sie. Somit sind die Sicherheitskräfte noch fiktiv unter der Kontrolle von Elementen des alten Regimes. Sogar Truppenjobs an Leute wie Slim Amamu, Staatssekretär für Jugend. Wie ihm sein Vorgesetzter, der Minister für Jugend und Sport Mohammad Alulu, im freien Lauf lassen, oder wird Slim Handschellen anhaben, wie als er noch im Gefängnis saß? Es wäre sicherer, wenn Elemente des Regimes in der Übergangsregierung durch eine Art von Technokraten besetzt wurde, im Interesse des Zeugens von guter Absicht gegenüber dem tunesischen Volk. Andere Demokratien haben die Gewaltenteilung, Checks and Balances, um sicherzustellen, dass es physisch unmöglich für einen Mann ist, Macht zu monopolisieren, auch wenn dieser es will. Die Armee schwört Reue gegenüber den Menschen und der Demokratie, und wird jeden illegalen Befehl verweigern, die Kontrolle im Namen eines Politikers zu beschlagnahmen. Diese Dinge scheinen noch nicht geschehen zu sein, und werden wahrscheinlich nicht geschehen, und sie können sich immer noch auf der falschen Seite der Rache finden. Sie müssen wahrscheinlich die Straßenproteste halten, bis einige festere Sicherheitsgarantien gegeben sind. Zuvor hatten sie eine Diktatur einer Partei, jetzt haben sie eine Zwischenregierung der nationalen Einheit. Es gab keine Opposition in der Diktatur und es gibt keine Opposition mit der Regierung der nationalen Einheit. Außer Ali und ein oder zwei Ex-Minister, sind die Gesichter alle die gleichen, nur der Name hat sich geändert, von Ben Ali's Bank bis zur Regierung der nationalen Einheit. Warum denken Sie, gibt es jetzt eine Verbesserung? Am Samstag hieß es, dass die Regierung der nationalen Einheit 6 Monate benötigen wird, bis freie und offene Wahlen abgehalten werden. Nun hören wir, dass einige der Mitglieder in der Regierung sagen, dass 6 Monate nicht genug Zeit wäre, um Wahlen vorzubereiten. Was für eine Überraschung, die Diktatur ist tot, es lebe die Diktatur. Selbst wenn es wahr wäre, dass mehr als 6 Monate benötigt werden, ein Technokrat kann diese Art von Entscheidung genauso einfach wie ein RCD-Mitglied fällen. Die RCD besitzt nicht unersetzliche magische Fähigkeiten, obwohl sie die Besten darin sind, eine Diktatur zu führen, zumal die meisten Elemente in ihren Positionen noch vorhanden sind. Wenn der Technokrat eine Beratung durch ein RCD-Mitglied benötigt, bin ich mir sicher, dass er ein Telefon bedienen kann. Wer ist der wirkliche Machtbrecher? Seid es ihr, die Menschen? Sind es die Arbeitslosen? Ich denke nicht. Wer ist euer Repräsentant in dieser Einheitsregierung? Betrachten wir die Rolle des Militärs. Ben Ali floh aus dem Land am Tag, nachdem ihm die militärische Unterstützung entzogen wurde. Ist er so schnell geflohen, weil er Angst vor einigen Protesten hatte, oder ist er geflohen, weil ihm jemand ein Wort ins Ohr geflüstert hat? Seitdem haben sie eine sorgfältige Haltung eingenommen, um die Verfassung zu unterstützen. Das ist die gleiche Verfassung, die Jahrzehnte der Diktatur erlaubte. Warum ist es zwingend erforderlich, so etwas zu folgen? Wenn diese Einheit des Schurken, Regierung sich als die gleiche wie der Ben Ali Kabalen entpuppt werden, denken Sie, dass die Armee das durchstehen wird? Sie dürfen nichts unter dem Motto, wir wollen uns nicht in die Politik einmischen, unternehmen, was sonst bedeuten würde, dass der RCD-Innenminister für die Zukunft Tunesien entscheiden würde. Es gibt keine Erklärung der Armee darüber, dass dies nicht geschehen wird. Keine Erklärung aus der Armee, dass es sich nicht nur um einen RCD-verbundenen Kerl handelt, der das Sagen hat. Also, was ist die Rolle der anderen arabischen Staaten in all dem? Glauben Sie wirklich, dass sie tatenlos zusehen, während ein arabisches Land in ihrer Mitte ihren Menschen die volle und freie Demokratie gibt?
Welche Auswirkungen hätte ein freies und stolzes Tunesien auf Mubaraks Ägypten oder Gaddafis Libyen, oder? Sie können sicher sein, dass hinter verschlossenen Türen Kompromisse geschmiedet werden, so wie es immer war. Werdet ihr, die Menschen, konsultiert werden? Ich denke nicht. Und lassen Sie uns es auf den Punkt bringen, ein solches Regime hatte nie das Interesse der Menschen als Herzensanliegen. Sie haben immer nur die Freiheit als eine Bedrohung ihrer eigenen Diktaturen gesehen. Vergessen wir nicht, die verbotenen Parteien, die Kommunisten und die Muslime. Wenn Tunesien wirklich frei ist und stolz sein kann, werden dann ihre Stimmen ebenfalls gehört werden? Anscheinend werden sie es nicht. Voll und frei Wahlen können nur stattfinden, wenn jeder für den Kandidaten oder für die Partei seiner Wahl stimmen kann. Wenn nicht eine vollständige Palette von Parteien und Meinungen zur Auswahl stehen, dann werden sie dahin manipuliert, ihre Stimme in der Abstimmung einen der ausgewählten Kandidaten, Parteien zu geben. Dies ist immer noch eine Diktatur unter dem Deckmantel der Demokratie. Sie, die Jugend, die Arbeitslosen, die Arbeiter, die Frauen von Tunesien müssen sicherstellen, dass Kandidaten und Parteien, die ihre Meinung vertreten, in der Regierung sind und für sie sprechen und für ihre Sache kämpfen können. Andernfalls werden sie eine Diktatur gegen eine andere mit dem Preis des Blutes ausgetauscht haben, dem sie nichts mehr entgegenbringen können. Es gibt für diese Übergangsregierung nichts anderes zu schützen, als den Willen der EZD-Mitglieder. Denken Sie nicht, dass die nächste demokratische Abstimmung all Ihre Probleme lösen wird. Ihr nächster Führer wird sicherlich nicht in der Lage sein, mit Maggie alles zu reparieren. Allerdings besteht die große Gefahr darin, dass wer auch immer Ihr nächster Führer sein wird, es keine ausreichenden Garantien gegen eine Monopolisierung der Macht gibt. Es sind diese Garantien, die so schnell wie möglich festgesetzt werden müssen. Sie können buchstäblich niemandem vertrauen. Es hat sogar Fälle gegeben, zum Beispiel Georgien, wo ein böotischer Dissident-Dichter sich in einen Schurken verwandelte. Vielleicht möchten Sie Überwacher aus einigen Überseestaaten einladen, die Ihrer Meinung nach neutral sind und Ihre besten Interessen im Herzen haben. Es wurde oft gesagt, dass alles, was wichtig für den Triumph des Bösen ist, ist, dass gute Menschen nichts tun. Anonymous ist in der Auffassung, dass ihr Blutopfer zeigt, dass sie Besseres verdient haben, als sie bisher haben. Die einzige legitime Form der Macht, ist die Macht, die auf breite öffentliche Zustimmung und Aufsicht ruht. Wenn sie aufstehen und sicherstellen, dass ihre Forderungen gehört werden, so wie sie es seit dem 17. Dezember getan haben, haben sie die Chance, ein wirklich demokratisches Land mit einer Regierung aus dem Volk und für das Volk zu bilden. Allerdings, wenn sie ihrer Stimme keinen Gehör verleiten, wenn sie nicht zu ihren Forderungen stehen, besteht eine sehr gute Chance, dass sie mit einer weiteren Diktatur enden werden, nur der Name wird sich geändert haben. Daher fordert Anonymous sie dazu auf, standzuhalten und ihrer Stimme Gehör zu verleiten. Eine gute Regierung ist eine Regierung, die Angst vor den Menschen hat. In der Tat sollte eine Regierung den Menschen gehorchen, nicht umgekehrt. Doch für 23 Jahre hat sie die Regierung sie gebeten, gute Bürger zu sein und keinen Ärger zu machen. Und für 23 Jahre wurden sie gezwungen, durch Androhung extremer Strafen zu gehorchen. Es reicht, seien Sie wachsam. Seien Sie laut. Seien Sie stolz. Und vor allem, seien Sie frei. Wenn Sie Anonymous sind, dann sollten Sie nicht verzeihen. Sie sollten nicht vergessen. Sie wurden geboren, um frei zu sein.